Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wilde Erdbeeren. Kommen Sie mit. Mit Wilde Erdbeeren, die Ingmar Bergmann 1957 gedreht hat, möchte ich Ihnen einen meiner absoluten Lieblingsfilme präsentieren. Ich habe ihn als Jugendlicher schon gesehen, hat mich als Jugendlicher vollkommen begeistert. Das war eine Mischung aus diesen wunderbaren Naturaufnahmen, aus dieser Helligkeit der Vergangenheit, diese Vergangenheitsbilder, in die sich der alte Professor Borg hineinträumt, und eben aus diesem fantastischen Spiel von Viktor Sjöström, ein meisterlicher Charakterdarsteller, der die Bedingung war für diesen Film, für Bergmann. Er war in den 20er Jahren ein ganz berühmter Stummfilmregisseur und ein großes Vorbild für Ingmar Bergmann. Er verkörpert hier den Professor Isaac Borg, der alt geworden, schon lange nach Abschluss seiner akademischen Karriere, eine Ehrendoktorwürde an der Universität in Lund bekommt und mit seiner Schwiegertochter, die zu ihm gezogen ist, weil sie vor ihrem Mann geflohen ist, aufgrund schwerwiegender ehelicher Missverständnisse. Und dieser Mann ist sein Sohn, also seiner des Professor Borgs Sohn, der seinerseits wieder die ganzen Fehler wiederholt, die auch er begangen hat. Also die beiden entschließen sich zu einer gemeinsamen Autofahrt von Stockholm nach Südschweden, nach Lund. Und auf dieser Fahrt nach Lund, die eigentlich eine Fahrt in die Vergangenheit, in die Erinnerung, in die Tiefen seiner Seele ist, begegnen ihm sehr viele Menschen, unter anderem eben auch seine verhärtete, bösartige, gefühlskalte Mutter, Traumbilder. Das ist das Wunderbare an diesem Film, dass sich realistische Szenen mit Traumszenen, mit surrealen Szenen so herrlich ablösen. Und am Ende dieser Reise muss der Professor Borg einsehen, dass er mit seiner Gefühlskälte, seiner Verschlossenheit, seiner Härte, seiner Autorität eigentlich das Leben versäumt hat. Und das ist das Wunderbare und auch irgendwie versöhnliche an diesem Film und gar nicht so typisch für Bergmann, dass er das begreift und dass er wirklich versucht, sozusagen auf den letzten Metern das noch zu ändern. Und es gibt Momente in diesem Film, die sind von einer solchen Lichtheit und Verträumtheit und Schönheit, wenn er die Bilder seiner Vergangenheit sieht, wenn er seine alten Eltern in Traumsequenzen sieht, seinen Onkel, seine Tante, das Mädel, das er geliebt hat, die er nicht bekommen hat, worüber er nie hinweggekommen ist. Und merkt, dass er eigentlich auch damals als junger Mann im Leben nie wirklich dabei war. Also lauter Lebenslügen, die Bergmann da aufblättert, das ist ja typisch für skandinavische Filme und auch skandinavische Literatur. Das ist hier in einem absoluten Meisterwerk eingefangen. Ich kann ganz schwer drüber reden. Es ist ein Film, der wirkt einfach so ohne irgendwelche Worte. Und ich freue mich, dass Sie sich jetzt niedergelassen haben. Auch wenn Sie es schon mal gesehen haben, diesen Film kann man 4, 5, 6 Mal sehen, um diesen Meisterwerk von Ingmar Bergmann beizuwohnen. Wilde Erdbeeren, es ist eigentlich nicht Wilde Erdbeeren, im Original heißt es Der Platz der wilden Erdbeeren. Also da, wo die Träume ewig sind, da, wo die Menschen nie hinkommen, da, wo es ein Stück Versöhnlichkeit, ein Stück ewiges Glück gibt und bleibt. Wilde Erdbeeren.